gehen dorthin, wo es für andere definitiv zu heiß wird. Die Grazer Berufsfeuerwehr. Hallo und herzlich willkommen zum körperlichen Aufnahmetest der Grazer Berufsfeuerwehr. Heute steht ein harter Tag bevor. Mhm. Wir sind Gabi Hiller und Philipp Hanser. Und zusammen sind wir Gabi Hiller und Philipp Hanser, überraschenderweise. Überraschenderweise. Und du schubst mich da jetzt rein, oder was? Genau. Also ich moderiere und erkläre, worum es geht in den Übungen. 9 sind's. Der Philipp zeigt's vor. Mhm. Für die erste Übung geht es gleich direkt hier ins Becken der Grazer Auster. Aber darf ich mich noch vielleicht umziehen oder wirfst du mich jetzt gleich rein? Na, kannst gern. Okay. Badehose an und geh schon los. Dann zieh mir jetzt einmal um. So, als erstes steht Schwimmen am Programm und zwar 100 Meter Freistil. Philipp, welche Schwimmstile sind dir eigentlich bekannt? Also Schwimmflügelstil. Brustschwimmen, Tauchen, Freistil. Okay, ja, das ist der perfekte Stil. Gut, also 100 Meter Freistil. Ihr müsst im Wasser starten, am Beckenrand und das Ganze unter 140 Sekunden. Heißt also 2 Minuten und so ein kleines Lackerl. Gabi, nur ganz kurz. Ich weiß, dir ist es sehr recht, dass ich da hier draußen in der Kälte bibber und gleich nochmal schwimmen soll. Die Wahrheit ist, bei der Grazer Berufsfeuerwehr sollen und können sich natürlich auch Frauen bewerben. Es gibt ein großes Verlangen, dass du das jetzt auch machst. Ein großes Verlangen? Ja, ich würde mich freuen. Und alle, die zuschauen, also komm. Warum nicht? Ja! Okay. Auf die Blätter, fertig, los. Also gut, mehr Speed würde man natürlich mit Flosse zusammenkriegen, ja. Ist aber nicht erlaubt. Also üben, das kann man leicht üben und die richtige Badebekleidung. Ich weiß nicht, ob deine Flatterhose... Ja, die mir ein bisschen bremst. Ja, also... Das war wie so ein Fallschirm. Genau, besser eine enge Badehose, enger Badeanzug. Monokini? Kein Monokini. Dieses Bohrrad? Bohrrad-Ding? Nein, das auch nicht. Okay. Okay, bis zur nächsten Übung. Also, danke noch einmal, Philipp, fürs Reintheatern. Aber, sehr gut gemacht. Nein, ist ja wirklich so. Auch Frauen sollen sich bewerben. Weiter geht's mit Streckentauchen. Und ja. Zwar 15 Meter, da vorne liegt so ein gelber Tauchring, das heißt hintauchen, berühren, auftauchen. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Okay, na, wenn dir dieser Herr der Ringe Motivationsspruch ist. Ja, das ist meine Motivation. Dann jetzt das los! Okay. Also, ich wiederhole nochmal, 15 Meter Strecken tauchen, nicht reinspringen, sondern vom Beckenrand darf man sich natürlich abstoßen, also schon mal ein Vorteil. Und das wäre auch wichtig gewesen für dich, gleich runtertauchen und dann gleiten so ein bisschen, wie so ein Rocken eigentlich. Genau. Also das kann man aber auch ganz gut üben im Schwimmbecken oder Schwimmbad. Absolut. Die nächste Übung ist sicher die, die man am leichtesten schafft. Es sind 3000 Meter auf einer Rundbahn. 15 Minuten Zeit sind pro Kilometer. Hallo, rechnen. Ich bin schon in der Zone. 5 Minuten. Danke. 5 Minuten für den Kilometer. Und übrigens, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, es regnet. Und auch das Aufnahmeverfahren findet bei jedem Wetter statt. Kapuze hilft. Das tut es. Gabriele? Ja. Let's go. Komm.
Fazit vom Laufen, ich meine, das ist wirklich die leichteste Übung, glaube ich. Die ist wirklich machbar. Gute Schuhe, oder? Stimmt, laufen, glaube ich, kann jeder. Das sollte man hinkriegen. Würde ich aber trotzdem üben, weil es einfach ein Zeitlimit gibt. Genau, 15 Minuten. Nicht mehr. Ja, duschen. Let's go! Push! Ab! Geh runter. Zürcher Bill. Du musst auf 90 Grad. Das ist nämlich das Wichtige jetzt bei der nächsten Übung. Hat die schon gezählt? Nein, bei der Liegestütze. Geh nochmal bitte, zeig's mal vor. Es geht um den 90 Grad Winkel. Ja. Und dann wieder hoch. Ja. Gestreckte Haltung, wieder 90 Grad. Ja, aber die zählen dann schon. Wie viele Wiederholungen muss ich machen? 12. Mit Pause, kein Problem. Es gibt keine Pause. Ah, perfekt. Viel Spaß. Na, dann geht's schon los. Okay. Geht los. 1, 2, 11. Was? 11. Push, einen noch, schön, ja, 12. Stark. Das ist auf jeden Fall schaffbar mit Übung. Also 12 Wiederholungen, 90 Grad Winkel, geht schon los. 12 gescheite Liegestütze, das geht schon. Wir sind noch immer mittendrin im Aufnahmeverfahren für die Grazer Berufsfeuerwehr. Nächste Übung, der Beugehang. Das ist tatsächlich die Übung, wo die meisten in der Praxis scheitern. Endgegner. Verständlicherweise. Es geht nämlich darum, 45 Sekunden lang draufzuhängen. Kinn über der Stange. Chin up. Okay? Das noch auf Englisch noch einmal kurz? Okay, ja, es ist sehr, sehr lange. Und die Daumen müssen zueinander zeigen. Also mach's mal vor. Ja, dass ich schon Kraft verliere? Ja. Okay, super, na gut. Genau. So. Geht schon los? Ja. Wenn mein Kind da drauf bin. Wow. Ja, sehr gut. Ich fühle mich wie Rock. Ja, aber lach mal. Gut, das gut. War richtig zart. Du warst echt super, finde ich, aber das muss man üben. Und jetzt nicht eine Woche vorm Test, sondern schon Monate davor. Vielleicht wirklich ein paar Wochen vorher, also irgendwie Klimmzugstange oder wenn man das nicht hat, der Sprossenwand oder so irgendwas, das würde auf jeden Fall helfen. Mhm. So, Gabriele, jetzt muss ich auch noch was hackeln. Ich übernehme jetzt den Moderationsjob. Bitte. Du fangst an mit der nächsten Übung. Bitte Ausgangsposition Liegestütz wieder. Was machen wir genau? Wie heißt die? Übergreifen heißt es. Also es ist wieder eine Liegestützposition und dann mit der einen Hand auf die andere übergreifen. 23 Wiederholungen in 15 Sekunden. Das heißt, du brauchst einen stabilen Stand. Na dann würde ich euch empfehlen, zieht euch die Socken aus, gell? Okay. Da freut sich der Kameramann gerade riesig. Sticken eh nicht. Naja, ich kenne ein anderes. Gut, also genau, Ausgangsstellung, Liegestützposition und mit der Hand jetzt auf diese drüber greifen hin und her. Okay. 23 Wiederholungen, 15 Sekunden. Dann geht's los! Los! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Stark! Ha! Nicht schlecht! Ready, steady, go! 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23! Woo! Gut! Yeah, you better.
So, nächste Übung hier fürs Aufnahmeverfahren für die Grazer Berufsfeuerwehr. Wechselsprünge, und zwar geht es um 42 Wiederholungen. Hier immer drüber, die Stange ist 30 cm hoch. Wie viel Zeit habe ich? Du hast 30 Sekunden Zeit. Genau, das Lustige ist ja, die Gabi glaubt, sie moderiert hier nur lustig. Die Wahrheit ist, das wird jetzt auch eine ziemliche Challenge für dich. Und ich würde sagen, einfach weil es mehr Spaß macht, fangst du an. Let's go. Oberkörper gerade. Ja. Und go. 1, 2, 3, 4. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voll drauf. Geht. 1, 2, 3, 4, 5. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42! Huh! Warum bummst du so? Ja, also die Wechselsprünge, auch das, jetzt haben wir es eh schon öfter gesagt, aber das ist wirklich key, es zu üben. Das voll. Ist das Wichtigste. Und, darf ich einen Tipp geben? Ja. Ich meine, mir ist gerade aufgefallen, es ist ein bisschen wie beim Skifahren, man kennt das eh von diesem links-rechts, von diesem Kabelbrüll. Oberkörper schon gerade, ich weiß nicht, ob man das jetzt nennt, aber Oberkörper schon gerade und dann einfach nur links-rechts hupfen. Und der Oberkörper ist ein Strich. Steady in der Mitte. Genau. Yeah, you better. So, bei der nächsten Übung wird's spannend. Jetzt geht's um diesen Dummy hier. Hi. Dieser Dummy ist so schwer wie eine durchschnittliche Person. 75 Kilo. Diesen Dummy gilt es, über diese 11 Meter lange Strecke 6-mal hin und her zu transportieren. Super. Aber, Philipp, logischerweise, der Oberkörper muss über dem Boden sein. Du darfst ihn nicht am Boden stehen. Das ist sehr gut. Wie soll ich ihn nehmen? Huckepack oder eine innige Umarmung? Ja, könntest machen. Probier's mal aus. Aber du musst ihn 6-mal 11 Meter hin und her. Okay. Ja. Gut. Cool. Passt. Danke, ich nehme deinen Kumpel, okay? So, komm her, Bursche. 3, 2, 1, go! Komm her! Ja, kannst du noch einmal kurz hochgeben. Komm, und go! Oh super. Mein Gott! Super, 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 super! Super, super, super! Ja, ihr besser. Alles klar. Wir müssen ein bisschen. Gott! Ja, ihr besser. So, also das Fazit von dieser Dummy-Übung. Zach. Zach, kann man aber auch üben, am besten mit echten Personen. Sehr gut. Also, wie macht das? Genau, du selber magst vorbeikommen, ich würde gerne grillen und vielleicht ein Bierli trinken mit dir und dann werde ich dich übrigens durch den Garten zahlen. Cool, da kommen naja, viele Freunde. Ja, vielleicht stellt sich jemand zur Verfügung. Also der hatte jetzt 75 Kilo, wir hatten 60 Sekunden Zeit. Ja. So, für die letzte Übung sind wir frisch gestriegelt auf der Wache. Jetzt geht's darum zu testen, wie schwindelfrei ist man oder seid ihr? Wie schwindelfrei bist du? Ne, die Gabi nicht einmal. Eine Skala von 1 bis 2. Ich glaube schon. 2? 2, was ist das für Skala? Die Gabi nicht einmal einen Fallschirmsprung gemacht und da sind wir zumindest beide rausgekupft. Okay. Das ist schon mal stark. Das ist schon mal stark. Also, 30 Meter geht's darauf. Zügig hochsteigen. Ah ja. 2 Minuten Zeit dafür. Runter ist dann egal. Runter ist wurscht. Nee, ich rutsch dann so runter wie, weißt du, ich rutsch okay. So. Ernst nehmen. Ernst. So, 30 Meter die Drehleiter rauf ist
Fazit, schaffbar, auf jeden Fall. Im Gegensatz zu den anderen Übungen muss man ehrlicherweise sagen, die Zeit spielt überhaupt keine Rolle, also in 2 Minuten schafft man es wirklich. Man sollte echt schwindelfrei sein und immer auf die Sprossen schauen. Mhm. Das war ein guter Tipp, den wir bekommen haben. Nicht drauf, runter, irgendwo. Genau, weil sonst denkst du vielleicht Panik. Gut, Philipp. Gut, Gabriele. Also, zusammenfassend können wir sagen, Vorbereitung ist wirklich das A und O. Also unbedingt mehrere Wochen vorher Zeit nehmen, nicht kurz vorher, sondern wirklich gescheit trainieren, dann geht das auch. Genau, also Kraft ist wahnsinnig wichtig, das haben wir gemerkt, vor allem bei diesem Beugehang, das habt ihr jetzt gerade gesehen, aber auch das Ziehen von dieser 75-Kilo-Puppe oder von diesem Dummy, das schafft man nicht. Und ganz wichtig vielleicht auch noch, alle Übungen beim körperlichen Aufnahmetest finden an einem Tag statt, zwecks der Ausdauerfahrt. Genau. Und liebe Frauen, also ich wollte ja heute eigentlich nur moderieren und bin ja spontan dazu gekommen. Aber das hast du sehr gut gemacht. Ja, ich finde, ich war nicht so schlecht. Wir hätten das beide eigentlich nicht geschafft heute, das kann man schon so sagen. Sprich für dich eigentlich. Aber gut, wie gesagt, mit Training ist es machbar. Keine Angst davor, einfach mal auf die Website schauen. Genau, feuerwehr.graz.at. Da findet ihr alle Aufnahmekriterien, was notwendig ist, um sich dort irgendwie anzumelden. Der körperliche Aufnahmeteil ist ja nur ein Teil vom kompletten Aufnahmeverfahren. Retten, löschen, bergen, schützen, darum geht's. Ich würde sagen, ich weiß nicht, was man jetzt sagt, over and out, Brandheil. Das sagt man sicher nicht, aber ist wurscht. Tschüss.